Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Technik-Lampen German Light. Ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken für 100 Abonnenten. Und heute gibt es mal ein kleines 100-Abonnenten-Special. Ist zwar kein spektakuläres Abonnenten-Special, aber ich versuche, alles möglich zu machen, weil sich jemand auch gewünscht hat, dass ich mal wieder ein Lampenvideo machen soll. Und der Wunsch wird heute erfüllt. Und zwar habe ich hier eine neue Lampe bekommen, eine T5 Röhre, 13 Watt, Daylight, zwei schöne kleine Mini-T5 Sockel. Dann habe ich einen Starter von Sylvania Starter. Und hier habe ich ein Foslo Schwabel Vorschaltgerät von Foslo Schwabel. Ich drehe mal eben um. Wo habe ich das da? Da. So, Foslo Schwabel, 15 Watt. Habe ich ja alle sorgfältig angeklemmt. Ja. Hier kommt die Spannungsforderung. Also, die Spannungsforderung, Versorgung sind 230 Volt, ganz normal. Gehen hier zur Röhre. Röhre leitet weiter bis hierhin. Das ist einfach so eine Lüsterklammer, da habe ich das zusammen gemacht. Also nicht, dass ihr denkt, oh, der hat schon wieder einen Rieferkondensator dran. Nein, das habe ich nicht. Dann geht das hier runter zum Starter. Dann wieder hier hoch zur Röhre. Von der Röhre wieder zum VG-Block. Genau, das ist ein KVG und dann wollen wir zusammen mal die Röhre zünden. Es kann sein, dass die Röhre ein bisschen dauert zum Zünden, weil die Röhre ist noch relativ neu. Starter ist auch noch, also der Starter ist etwas älter, aber soweit auch neu. Der Starter kommt von Costa Rica und ja, ist einmal für 4 Watt, 18 Watt, 65 Watt und 80 Watt und, sorry, für 36 Watt. Genau, dann wollen wir mal die Röhre zünden, ne? In 3, 2, 1, go! Ja, die Röhre hat erfolgreich gezündet. Es sieht geil aus. Es leuchtet, also es ist schön Daylight. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie hell die Röhre ist. Also für 13 Watt ist das schon eine ordentliche Leistung. So. Also schon ganz schön. Macht schön Licht. Wie gesagt, das ist Daylight. Und ja. Also es ist besser als diese Sektgläserlampen, wie viele dazu sagen. Weil die Sektgläserlampe, die hat vielleicht mal pro LED-Lampe 3 Watt oder vielleicht 9 Watt. Und ja, nein, aber schöne Leuchte. Schön hell, schön Daylight. T5. Ihr kennt ja noch viele, kennen ja noch meine andere Röhre hier. Die werde ich nicht mehr betreiben. Aus dem folgenden Grund, weil die alt ist und diese Älte, also dieses, so eine Röhre kriegt man nicht mehr wieder, sagen wir es mal so. Hier ist von Nava, genau, die kennt ihr ja und ja, Made in Germany, genau, Cool White, also die hier ist Cool White. Die Röhre, die hier liegt, ist Daylight. Und da sieht man, dass das Daylight ist, weil Cool White ist ein bisschen so neutralweiß, soll das sein. Daylight ist fast kaltweiß, also es gibt eigentlich noch eine Stufe kälter. Die Röhre, die hier liegt, hat wahrscheinlich so 4500 Kelvin oder wenn nicht noch ein bisschen mehr. Ich wollte mir aber noch eine Röhre holen, die 6500 Kelvin hat, also komplett kaltweiß, was schon fast ins Blaue reingeht. Oh, also man kann hier echt nicht gut reingucken in der Röhre, die ist bombehell. Und ja, machen wir nochmal kurz einen Restart im Dunkeln. 3, 2, 1. Ja, der Starter, falls viele sich interessieren, der ist hier unten. Kurzer Restart nochmal. Genau.
Dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Technik-Lampen-Germinat. Wer Fragen zu dieser Lampe hat oder generell, einfach unten in den Kommentar. Die Lampe, die hier vorher ha hing, habe ich abmontiert aus Sicherheitsgründen, weil die heiß geworden ist und das Vorschaltgerät ist weggeputzelt und deswegen habe ich das jetzt abmontiert. Und ja, das Gehäuse von der Lampe habe ich noch hier oben, da oben am Schrank. Genau. Dann danke ich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Technik-Lampen-Germinat. Lasst mir Like da und Dankeschön nochmal für die vielen, vielen Abonnenten. Ich freue mich. Genau. Und ja, bis dann. Ciao.